Permafell. Permafell. Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Heute soll es so ein bisschen um Permakultur, Vereinsarbeit gehen und vieles mehr. Zu Gast habe ich den Stefan Bolanz. Der hat, betreibt ein eigenes kleines Projekt mit vielen anderen Leuten zusammen. Man kann schon sagen, noch kleines Projekt, 20 Mann seid ihr, glaube ich, auch so um den Dreh, ne? Ähnlich wie bei uns. Und ja, wir werden gleich mal immer ein bisschen ein paar Fotos von Stefan, seinem Projekt, nebenher einblenden für euch, damit ihr mal ein bisschen gucken könnt. Ist auch ganz spannend. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal bei euch vorbei. Erzähl mal ein bisschen von deinem Projekt, wie sich das so ergeben hat und. Ja, gerne. Also wir wohnen im Erzgebirge in Annaberg und das hat sich ergeben eigentlich durch einen Post bei Facebook in so einer Annaberger Gruppe, wo ich dann irgendwann mal reingeschrieben habe, dass ich die Idee von einem Gemeinschaftsgarten ziemlich gut fände. Und das ist dann auf sehr, sehr große Resonanz gestoßen. Es gab wahnsinnig viele Likes und Kommentare und so. Und dann kam irgendwie die freie Presse, wurde darauf aufmerksam und hat mich angeschrieben und gefragt, ob sie mal mit mir darüber sprechen können. Und naja, da ist dann quasi schon das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen, wo ich dann einfach selber auch gemerkt habe, okay, das Interesse ist da und habe mich dann einfach in die Spur begeben und recherchiert und mit verschiedenen Leuten halt Kontakt aufgenommen, also Naturschutzzentrum, alte Brauerei, neues Konsulat und einfach so, was mir gerade so eingefallen ist. Das Interesse war definitiv auch da, also auch die Resonanz, ne, wo die Leute gesagt haben, okay, wenn das mal soweit ist, dann würden wir das gut finden, aber ich habe jetzt da jetzt keine offenen Türen eingerannt, sodass jetzt irgendwie irgendjemand gesagt hat, okay, darauf haben wir gerade gewartet. So. Und genau, dann nach einer gewissen Zeit, wo ich dann auch nicht so wirklich die Örtlichkeiten und die Ressourcen gefunden habe, wurde ich auf den Verein Procovita aufmerksam in Raschau-Markersbach, ist halt eine halbe Stunde entfernt. Bin da mal hingefahren, habe mir das alles angeguckt und fand es total spannend, weil die ja schon so ein Gemeinschaftsgartenprojekt dort ins Leben gerufen hatten. Bin dann auch Mitglied geworden und so. Und dann, naja, hat das so ein bisschen, genau, da war ich dort erstmal aktiv. Das war, hat mich erstmal so befriedigt, weil ich da einfach so die ganzen Sachen mitbekommen habe und lernen konnte und mich austauschen konnte und so. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann eben 2 Jahre später kam dann jemand auf mich zu und meinte, ja, der ehemalige Schulgarten da oben am Flößgraben, der stünde zur Verfügung. Und den haben wir dann halt für einen schmalen Taler gepachtet, also 10 Euro im Monat von einem Privatmann. Und genau, und da ich halt der einzige Procovitaner bin aus Annaberg, habe ich halt das Projekt dort ins Leben gerufen. Und genau, das war letztes Jahr irgendwann, also 2017, haben wir damit angefangen, haben uns von dem Christian Skieber ein Permakulturdesign machen lassen. Blenden wir euch hier mal ein. Genau, also der hat auch schon mehrere Designs gemacht jetzt für mich und für uns und für bekannte Leute so, also ich finde es ganz gut, was er macht. Und genau, und da versuchen wir uns gerade so ein bisschen daran zu orientieren, also das war so erstmal so die erste, wie das Ganze initiiert wurde. Jedoch bin ich persönlich, also muss ich persönlich sagen, also ich bin auch jemand, der halt irgendwie mal schnell auch mit dem Kopf durch die Wand und sehr motiviert ist und dann einfach macht so. Ne? Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv rangegangen an die Sache. Kitzelt sich am Nacken? Ein bisschen naiv rangegangen an die Sache. Und genau, also habe dann einfach auch nicht so richtig gesehen am Anfang, dass einfach die soziale Komponente, also die Komponente Mensch, da nicht so wirklich planbar ist. Und das ist ja auch das Thema, worüber wir heute mal so ein bisschen unter anderem sprechen wollen, dass bei solchen Gemeinschaftsprojekten, ob das jetzt ein Gemeinschaftsgarten ist oder andere Projekte jetzt auch im Sinne der Permakultur, der Faktor Mensch schon die größte Herausforderung darstellt. Ja, also ich denke mal ja, es ist ja egal, bei was man jetzt anfängt, ob man so einen Gemeinschaftsgarten macht im Sinne der Permakultur oder ein Hausbauprojekt, Wohnungsprojekt oder was auch immer, muss ja immer erstmal damit rechnen, dass die Menschen halt mit ihren alten Vorstellungen aus unserem jetzigen, ich sag mal in Anführungszeichen, System daherkommen und dann sagt man, hey, wir machen jetzt Permakultur, aber das ist natürlich auch eine ganz andere
ja, Form von Denken, die dahinter steckt, aber die hat natürlich auch nicht jeder gleich immer mitgebracht, ne? So, also ich denke mal, das ist ja auch ein Prozess. So, wie hat sich das denn bei euch geäußert? Also, weiß ja nicht, was du da erzählen magst, aber also ich kann ja auch noch mal ein paar Sachen erzählen, wo du dann gemerkt hast, oh, da ist aber jetzt irgendwie die Permakultur in den Köpfen noch nicht ganz so da. Also da muss man dann gucken, wie man da zusammen das sich entwickelt, auch im sozialen Miteinander, denke ich, ne? Ja, also zunächst mal muss man einfach ganz klar sehen, wie du es auch schon sagst, jeder Mensch hat seine Historie, jeder Mensch wurde sozialisiert, jeder Mensch lebt halt in dieser, ja, Gesellschaft, Er wurde auch zivilisiert. wurde auch zivilisiert, Ja. genau, und hat natürlich auch bestimmte Triggerpunkte, bestimmte Baustellen und so, die dann einfach auch mal kurzerhand ohne große Vorwarnung herauskommen können. Jo. Und na, ich denke mal, also ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass sich die Menschen, die an so einem Projekt beteiligen, mit dem Projekt auch tatsächlich identifizieren können. Also das war bei uns vielleicht, also gut, es gibt immer verschiedene Herangehensweisen, aber bei uns war das halt so gewesen, dass wir uns dazu entschlossen haben, zuerst mal ein Design machen zu lassen für das Ganze, für den ganzen Garten, einfach um was in der Hand zu haben und um das ganze Projekt attraktiv zu machen. So, das war so Also, das. dass man auch ein bisschen eine Vorstellung hat, wo soll es hingehen, ne? Genau. Ja. Genau. Weil, also meine persönliche Motivation ist halt ganz klar die Permakultur. So. Also meine persönliche Motivation war auch so ein bisschen, ich hatte ja einen eigenen Garten, aber ich fand es immer total langweilig, irgendwie da alleine zu gärtnern. Also nicht so langweilig, aber mir macht es einfach viel mehr Spaß mit anderen Leuten zusammen was zu wuppen. So. Und genau, deswegen war das für mich einfach klar, ich möchte gerne was mit anderen Menschen zusammen machen. Und daher haben wir uns dazu entschieden, das so zu machen. Im Nachhinein bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so schlau war, weil ich denke mal, in dem Moment, wo jemand, der sich dafür interessiert, natürlich an dem ganzen Entstehungsprozess beteiligt ist und vielleicht auch andere Bereiche mit initiiert, kann er sich natürlich auch viel mehr mit dem, mit der Sache, mit dem Projekt identifizieren. Das ist, glaube ich, so mal ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich denke mal, dass viele Menschen schon gesehen haben, dass das Ganze spannend ist und attraktiv ist, aber eben auch das so als externe Sache angesehen haben. Also die sind dann reingekommen und ich war dann irgendwie so der Chef von dem Ganzen, was ich ja nie wollte, aber habe das halt am Anfang auch so akzeptiert. Längerfristig ist natürlich mein Wunsch, jetzt wie auch in der Permakultur, dass so ein Ökosystem auch entsteht oder einfach ein System entsteht, was ja einfach maximal resilient ist, also stabil und sich von innen heraus selbst reguliert, ne? Also dass halt Menschen sehen, okay, ich beschäftige mich damit und ich sehe jetzt eine bestimmte Baustelle und habe da Bock, irgendwas zu machen und hol mir, also sag entweder, okay, ich mache das jetzt, ich kann das, ich mache das und ich hole mir die Ressourcen mit dazu, oder derjenige sagt, ich kann das nicht, aber ich habe da Bock drauf und hol mir halt Hilfe. Oder er sagt, ja, ich mach da mit oder so. Da gibt es ja auch verschiedene Typen. Also ich kann ja mal ein bisschen von uns. Also ich sehe es ähnlich wie du. Also ich habe auch im Moment ein bisschen das Problem, also nicht Problem, also einfach die Situation, dass dadurch, dass ich halt hauptsächlich im Garten am Machen bin und am Planen bin und so weiter, natürlich auch noch in dem Fall meine Frau, die da auch noch sehr viel halt einfach macht, die Videos schneidet, dann irgendwie Planung mitmacht, Sachen bestellt, administrative Sachen für den Verein, die ich zum Beispiel gar nicht von der Zeit her nicht schaffen würde, habe ich aber das, dass wir beide da halt sehr, ich sag mal, führend sind, so, ohne es eigentlich zu wollen, das passiert dann einfach. Und wir versuchen das im Moment so ein bisschen dann, wir sind ja auch noch ein sehr junger Verein, sag ich mal, aufzulösen, indem wir halt zum Beispiel unsere aktiven Mitglieder einfach in unsere Planungsgruppe bei WhatsApp mit reinschmeißen. WhatsApp ist jetzt kein tolles Tool, aber vielleicht wird es auch mal Telegram oder was auch immer, ja. Also ich meine jetzt von der Datensicherheit her, ja. Ja, aber das ist auch nochmal so ein anderes Ja, Phänomen. egal. Jedenfalls nehmen wir die Leute halt da gleich mit rein, dass wir halt wirklich, wo dann nur die aktiven, also die Vorstände und die aktiven Mitglieder drin sind, dass halt jeder immer aktiv mitkriegt, was auch gemacht wird. So, wo wir dann auch wirklich, wenn wir mal eine Überlegung haben,
Zum Beispiel hatten wir dann immer mal wieder Überlegungen, wollen wir jetzt im Winter Vorträge einladen? Also zum Beispiel einen Fotografen hier aus der Rhön, der tolle Bilder macht, der einfach mal, also Naturfotografie. Und dann haben wir uns überlegt, ja, der kostet so und so viel. Und dann haben wir das in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschmissen. Und dann, wie seht ihr das? Ja, so ist das jetzt realistisch? Wollen wir das so machen? Ne? Die antworten da auch. Ja, klar. Also ja, doch, Verwunzt da, mich ja. teilweise echt gar Da nicht. herrscht tatsächlich ein reger Austausch. Also Ja. klar gibt es auch mal Leute, die sich dann da auch mal raushalten, weil sie keine Zeit haben oder einfach Ja. keine Meinung dazu haben oder einfach sagen, finde ich gut. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch die dabei sind, die jetzt auch wirklich da partizipieren. Und ich denke mal, das ist auch das, was ich nur jedem, der an so einem Verein auch teilnimmt, nur mitgeben kann. Also wenn ich will, dass es funktioniert, dann muss ich auch selber irgendwie, ja, muss es wieder so ein, dann ist es einfach wichtig, dass man selber Initiative ergreift. Ne? Weil wir wollen ja keine hierarchischen Strukturen wieder haben. Also wir haben diese Vereinsform bei uns zwar gewählt, weil es nicht anders geht. Wir wollen halt gemeinnützig sein, was wir auch geworden sind. Da kann man vielleicht auch nochmal irgendwann Videos machen, wie sowas geht, einen Verein gemeinnützig zu gründen, aber das haben wir halt gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, weil wir halt nicht für uns einen Gemüsegarten machen wollten, sondern einerseits einen Lernort schaffen wollten, wo die Leute halt sich ausprobieren können. Also wir lernen ja auch noch sehr viel. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie, auch wenn ich jetzt 8 Jahre lang viel Permakultur gemacht habe, immer mal wieder andere Sachen, immer noch das Gefühl habe, ich stehe am Anfang, so, weil immer wieder was Neues kommt und die Leute halt sich da in diesem Garten ausprobieren sollen und. Also das ist ja nicht nur der Garten, sondern unser zukünftiges Vereinsheim, wenn da jetzt die Möglichkeit noch entsteht, eine Werkstatt einzurichten und. Also Sachen, ne, wo man halt selber wachsen kann und so eine Art Miteinander. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Leute auch mitmachen, klar. Richtig. Und würde ich an der Stelle mal einhaken, und zwar, wenn sich jeder auch seiner Rolle in diesem Gefüge bewusst wird. Ja, oder Und sich auch die Rolle irgendwie ergibt auch, ja, ne? So, genau. ja. Richtig. Und weil also es hat mir, ich hatte ja jetzt gerade erst Besuch vom Olli, ein befreundeter Permakulturdesign-Student, und habe damit mit dem auch ausführlich darüber gesprochen. Und der hat mir das auch so ein bisschen erklärt, fand ich ziemlich spannend, dass es ja natürlich in so einem sozialen Gefüge auch ja einfach einerseits verschiedene Typen gibt, verschiedene Rollen. Und also ich bin ja da am Anfang, wie ich auch schon gesagt habe, relativ naiv rangegangen. So, ja, ich mache jetzt einfach und dann, das wird schon alles, ne, so ein bisschen. Was auch letztlich wahrscheinlich das Richtige gewesen ist, weil wenn ich das nicht so gemacht hätte, dann wäre das erst gar nicht entstanden. Genau, ja. So, und habe halt dann einfach geguckt, was für Herausforderungen kommen, und ja, ich habe mich den Herausforderungen gestellt, tue es auch immer noch, aber eben auch die anderen so. Und letztlich habe dann mit einer Freundin lange Gespräche darüber geführt, die jetzt auch in einem anderen Verein gerade so in dem Supervisionsprozess auch drin ist, weil da jetzt eine andere Geschichte, aber auch recht kompliziert. Und letztlich war dann die Quintessenz davon, wir brauchen eine Feuerstelle. Wir müssen viel Feuer machen, um halt da zu hocken. Weil bei uns war das halt, also vielleicht auch anders als bei euch, ne? Bei uns war das so, dass die einzelnen Leute, die jetzt da in diesem Projekt aktiv waren, sich teilweise halt auch überhaupt nicht gekannt haben. So, und wenn dann halt jemand in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, so, ja, die Tanja schreibt, ich gehe jetzt in den Garten, dann sagt halt die Alexandra, ist mir doch egal, weil ich kenne ja die Tanja überhaupt nicht. Was soll ich jetzt da in den Garten gehen, wenn die Tanja da ist? So, und genau, und dass es da erstmal entscheidend ist, so einen gemeinsamen Nenner zu schaffen, indem man halt, ja, Feste feiert. Also feiern ist da ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, zusammenkommt und sich austauscht. Und erst dann, wenn diese Grundlage, dieser Nährboden erstmal geschaffen ist, können sich die einzelnen Rollen der Akteure herausschälen. Ja, Ja. vielleicht auch vorher, vielleicht stimmt es auch nicht ganz, aber so in der Art stelle ich es mir eigentlich vor. Ja, also wir haben das so gelöst für uns. Wir haben ja unseren Stammtisch, den wir halt einmal im Monat haben. Das war für uns so ein Abstand, wo man sagen kann, das ist eigentlich nicht zu viel. Da kann jeder dann immer gucken. Ein ganz fester Termin, der auch wirklich unverrückbar ist. So, das war uns halt wichtig, dass er immer auf diesen zweiten Samstag im Monat fällt.
so gegen 14 Uhr, wo wir sagen, okay, alles klar, da haben die Leute gegessen, Samstag, das kann man sich einrichten, wenn man das weiß, ne? So, und ist halt Wochenende, also für die Leute, die werkstätig sind, sag ich mal. Ja, und bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, also witzigerweise nicht, wie du sagst, sondern dass die Leute auch, das war jedenfalls immer mein Gefühl, sich gefreut haben, einfach auch mal Gleichgesinnte zu treffen. Weil sich da doch irgendwie so ein Haufen entwickelt hat, sag ich mal jetzt so, wo man merkt, also da sind einfach Leute dabei, die wollen halt irgendwie anders leben. Ja, also die haben gemerkt irgendwie, das Gängige, wo wir sehen eigentlich, wo es hinläuft, mit immer mehr ja, destruktiven Geschichten auch der Natur gegenüber, das ist nichts, ja, und dann hast du da auf einmal 20, teilweise hatten wir bei den Leuten auch, bei den Stammtischen auch schon mehr als 20 Leute sitzen, die halt wirklich da irgendwie auch so einen gemeinsamen Spirit haben. Klar hat jeder seine eigene Baustelle und auch andere Themen so, ne? Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erstmal merkt, man ist mit dieser Idee, einfach anders zu leben. Das kann sich ja ganz unterschiedlich ausdrücken, aber ist man nicht alleine. Und da gibt es noch mehr Leute auch. Was ich so schön finde bei uns ist halt, du hast halt wirklich alle Altersklassen mit drin. Also wir sind ja relativ jung, dann haben wir noch Studenten mit drin, die sogar noch einen Tick jünger sind als wir. Dann haben wir wieder welche drin, die sind so, ich sag mal, mittleren Alters, so wie du. Dann gibt es welche, die sind wirklich schon relativ alt und die machen trotzdem ihr eigenes Gartenprojekt hier in Steinach und. Also eine ganz große Bandbreite eigentlich. Also das ist auch das, was mir eigentlich sonst immer gefehlt hat im Fußballverein oder so, da hast du dann deine Mannschaft, die sind alle ungefähr so alt wie du. Oder in der Schule oder wo immer, ne? Also du hast ja die Möglichkeit, wenn du jetzt sowas machst, so ein Gartenprojekt, da kann ja jeder mitmachen. So, die Kiddies können mitmachen, die Eltern, also das ist ja eigentlich für jeden was dabei. Der Opa kann sein Wissen weitergeben, der halt irgendwie mal früher Garten gemacht hat oder so. Das ist diese ganzen Einschränkungen kann man da weglassen. Aber man muss halt wirklich dann auch, denke ich, mit offenem Kopf da reingehen. Mhm. Ne? Ja, genau. Und das ist auch, sag ich jetzt mal, der Unterschied zu deinem oder eurem Verein jetzt. Okay. Und bei uns so ein bisschen, weil bei uns natürlich jetzt in dem Projekt, jetzt nicht im Verein, ja, das möchte ich auch nochmal trennen an der Stelle, weil der Verein ist tatsächlich, der ist ja eine halbe Stunde entfernt und ich bin in Annaberg. Also euer Gartenprojekt ist getrennt vom Verein zu sehen. Ja, also in Raschau-Magersbach, wo der Vereinssitz ist quasi, dort gibt es auch einen Gemeinschaftsgarten, aber der ist halt für mich relativ weit weg. Ich bin da schon ab und zu, so Sommerfesten oder wenn es mal ein Arbeitseinsatz ist oder so, ne, aber halt nicht wirklich oft, weil mir das einfach auch einfach zu weit ist und ich bin das einzige Vereinsmitglied, was halt in Annaberg ist und somit der Initiative von dem Permakulturprojekt da in Annaberg. Und die Leute, die halt da dabei sind, die sind aus den unterschiedlichsten Motivationen heraus dabei. Also die einen sind dabei, weil sie jetzt 4 Kinder haben und keinen Garten oder so, die sich halt da engagieren. Die anderen sind dabei, weil sie andere Leute nett finden, die da mitmachen und so. Und so gibt es halt wirklich ganz unterschiedliche. Mhm. Und bei euch ist halt so, dass halt quasi die Leute, die jetzt da schon dabei sind, schon von Grund auf, wie du auch schon sagst, vielleicht anders denken und sich für Permakultur schon mal so interessieren. Ja, gut. Mhm. Und bei uns ist es manchmal halt eher so, dass manche vielleicht sagen so, hä, Permakultur, das finde ich scheiße. Also jetzt mal blöd gesagt. Also dann nicht so, das Interesse haben. Nicht so das Interesse haben oder was heißt, das möchte ich nicht sagen, schon das Interesse da ist, aber vielleicht noch nicht so genau verstanden haben, warum es so spannend ist oder warum sie sich dafür interessieren sollten. Ne? Und das ist, glaube ich, so dieser Prozess, wo, also die große Herausforderung einfach, diese Gruppe, also so ein bisschen erkenntlich zu machen, warum das ganze Projekt auf der Grundlage der Permakultur einfach entstehen soll. Und das war auch für mich der Grund, warum ich gesagt habe, okay, wir machen erstmal ein Permakulturdesign und orientieren uns daran, obwohl wir es jetzt auch nicht genau so umsetzen müssen. Also einige Sachen haben wir jetzt umgesetzt, andere Sachen werden halt auch anders gemacht, so ist klar. Weil für mich, ich meine, klar, man hätte es auch so machen können, jeder kommt halt hin und gräbt da irgendwo ein Loch und macht halt so seinen Stiefel irgendwie. Aber da habe ich halt einfach keinen Bock gehabt drauf, weil ich gesagt habe, okay, wenn es, also mich gibt es halt nur in diesem Projekt mit der Permakultur, weil sonst ist das für mich einfach nicht so spannend. Und da habe ich auch das kannst du auch einen Gartenverein aufmachen. Ja, genau, eben kann ich auch in die Sparte gehen. Ja. Ja. Ja, also ich denke halt, das entwickelt sich, also es ist ja, wie du sagst, es ist ein Prozess,
Lass uns doch noch mal ein bisschen darauf kommen, so wo der Weg hingehen soll. Vielleicht, Ja. also warum wir beide ja auch dieses Projekt machen, ne? Klar, also aus meinen Videos, wenn ihr unseren Kanal verfolgt, kennt ihr es ja schon. Also ich sehe halt einige Sachen hier in unserem westlichen Wertesystem ziemlich im Argen, ja? Um das mal ganz nett zu formulieren. Ich könnte es auch anders sagen, aber wir wollen ja nicht wieder ausfallend werden. Welcher Aufkleber hängt bei dir hinter der Zahnbürste? Das System, das ist nicht das System, das erkrankt ist, sondern das System ist krank, Ja, oder nee, wie? ach so, ja, nee, dann nicht das, ja, das System, ja, das System an sich ist das Problem, genau, ja. Also darauf kann man schon aufbauen, sage ich mal, aber es ist Kleine halt, Anekdote aus Daniels Badezimmer. ja, genau, ja. Das Problem war, der Spiegel war gesprungen, da musste irgendwas drüber. ja, Permakultur halt. Permakultur, genau, wiederverwerten. Nee, das, was ich im Moment so sehe, ist halt wirklich, also egal wo man hinguckt, also dieses Jahr ist es halt auch weltweit halt eigentlich diese Wetterwirren, also extrem viele Brände und. Jetzt kann man sagen, okay, die Na Natur reguliert sich immer selber auch durch Brände, dann hat man halt wieder eine Zeit lang dort keine Brände, weil die Bäume weg sind. Da könnte man jetzt auch näher drauf eingehen. Aber ich denke halt, eigentlich müsste mittlerweile jedem klar sein, dass hier irgendwie was nicht passt. So. Ne? Also Theoretisch, ja. gigantisches Artensterben, wie es eigentlich seit unserer Aufzeichnung, also der Menschheit eigentlich nicht dokumentierbar ist, ja, also auch exponentiell mehr oder weniger. Gleichzeitig haut der IWF irgendwelche Zertifikate für irgendwelche Firmen raus und wirbt dann mit dem Tiger, den man rettet. Also hier ist einiges im Argen. Und also ich glaube ja, dir geht es ja ähnlich. Unser Anliegen ist ja auch mit dem Verein einfach wirklich was für ein Wandel in eine, ja, naturunterstützende, wiederaufbauende Gesellschaft zu kommen. Einfach um was zu machen, das halt nicht destruktiv ist, sondern das halt gewisse Prozesse wieder anstößt, die in Richtung Erhalt erstmal gehen. Also vor allen Dingen erstmal Stopp, ja. Einfach erstmal die Zerstörung aufhalten, weil es ist meiner Meinung nach Zerstörung, was wir hier machen. Und dann das Ganze in eine Richtung lenken, wo wir wieder aufbauen. Also Boden wieder aufbauen, den wir wirklich massiv degradiert haben. Eigentlich auf allen Kontinenten, wo wir halt unsere Agrarstory abziehen hier. Grüne Revolution mit Traktor und diesen ganzen Agrarpanzern. Ja, so das ist so Ja. mein Anlass, so auch von dem, was ich so bei den Leuten immer höre, in unserem Verein, dass man halt das begriffen hat, dass es so nicht weitergehen kann. Und dass man halt da irgendwie die nächsten Jahre in Form von einerseits Permakultur in der Landwirtschaft versucht, was Nachhaltiges zu generieren. Und andererseits dann die nächsten Schritte sind dann natürlich soziale Infrastruktur, wo wir ja am Anfang schon viel jetzt drüber geredet haben. Und das nächste ist natürlich auch Architektur und so weiter, weil im Endeffekt, wenn ich mir das angucke, da können wir auch lange drüber reden, schlägt sich halt auch diese Form der Gesellschaft, die wir haben, also dieses sehr aggressive, konkurrenzbedachte, eigentlich auch in der Architektur nieder. So. Also dass man da eigentlich gesellschaftlich versucht, überall die Ansätze zu finden. So. Also das sind so meine Beweggründe, so mal grob zusammengefasst. So, ne? Ja, ich würde an der Stelle gerne mal kurz eines meiner Lieblingszitate von Jean-Paul Sartre anbringen, nämlich der Angelpunkt ist die Praxis, sie ist die offene Flanke der Ideologie. Kurz sacken lassen. Was ich damit sagen will, ist, wie wir es ja auch schon jetzt in anderen Gesprächen eruiert haben, so ein bisschen, dass es ganz, ganz wichtig ist, Ja, die Menschen abzuholen, dort, wo sie stehen. Weil eine Ideologie zu haben oder einfach jetzt so ein, ja, so ein kraftvolles Tool jetzt wie die Permakultur ist natürlich der Hammer, theoretisch, also praktisch, also wenn man es praktisch dann umsetzt, jedoch auch ganz, ganz schwierig, das in die Köpfe der Leute reinzubekommen. Und das kann halt so wie mit allem nicht funktionieren, indem man es den Leuten in den Kopf reinhämmert, Nein. sondern das kann nur funktionieren, indem man die Menschen inspiriert und mit gutem Beispiel vorangeht. Und Das denke ich auch, das ja. ist das, was ich auch an dir so schätze und an dem ganzen ja, YouTube-Kanal und was ihr halt so macht, so, weil
Also das vielleicht nochmal kurz an der Stelle, weil ich es halt einfach sehr, sehr unaufgeregt finde und einfach spannend. Also mich persönlich, also das ist auch der Grund, warum ich euch jetzt besuchen wollte so, weil es mich einfach inspiriert und ja, genau, einfach weil ich das attraktiv finde und ich mir da meine Sachen davon halt abschneiden möchte und da ja, mich einfach inspirieren lassen möchte so. Und deswegen, war das eine Rehe? Kann schon sein, dass hier ein Reh unterwegs ist. deswegen, das ist so, glaube ich, der schmale Grat oder ja, einfach die Gratwanderung, die Menschen einerseits zu informieren, aber eben nicht so zeigefingermäßig oder Pistole auf die Brust, sondern einfach so in so einem sanften Prozess den Menschen zu zeigen, hey, es gibt auch andere Möglichkeiten, also vielleicht ist das Leben so, wie wir es halt jetzt gerade leben, doch nicht so goldig und so hell scheint, wie jetzt vielleicht die Gesellschaft uns suggeriert. Und ja, einfach die Sinnhaftigkeit davon so ein bisschen herauszuschälen. Und dann ist natürlich, unsere Zukunft sind unsere Kinder. So, das ist nochmal, wie du auch schon sagst, Lernort, ne? Und ich denke, dass der Schlüssel zu mehr Permakultur oder einfach zu einem nachhaltigeren, ökologischeren Leben wirklich die Kinder sind. Und das ist auch so mein persönlicher Fokus so ein bisschen, weil ich einfach sehe, dass die Kinder, die bei uns im Gemeinschaftsgarten sind, und es sind teilweise wirklich bis zu 20 Kinder, die halt so rumspringen, ne? Und die brauchen nicht diesen ganzen Rotz, die brauchen kein Plastikspielzeug, die brauchen kein das und hier und da. Die sind da und die ganzen Eltern, die sind immer mega erstaunt, wie sich diese Kinder vertun dort, ne? Also die springen rum, da gibt's Bäume zum Klettern, die einfach so spielerisch, die sehen, okay, die Erwachsenen, weil wenn die Kinder vertan sind, dann sind halt die Erwachsenen auch in der Lage, auch ein bisschen was zu wuppen, ja. So, ne? Ja. Und dann sind wir halt gemeinsam auf dem Acker, machen halt Hügelbeet, das und hier und da, ein bisschen Chop and Drop und so weiter. Und dann ist es ganz, ganz spannend, dass die Kinder eben, die lernen ja klar am Modell, die sehen das und teilweise, wenn sie dann mal kurz aus ihrem Spiel rauskommen, dann sind sie bei uns und kriegen einfach spielerisch auch die ganzen Sachen mit und sehen einfach, dass sie... Sie wollen es ja auch dann wissen, was genau, macht ihr da? Sie wollen das wissen, sie wollen kooperieren und das finde ich ganz, ganz spannend so und... Ja. Also was ich halt immer so feststelle in so einem Permakulturgarten, unserer ist jetzt ja auch noch recht jung, wir haben leider noch nicht die Bäume, auf denen man klettern kann in unserem jetzigen, also in dem Grundstück, wo wir hier gerade sitzen, da haben vielleicht auch irgendwann das Glück, dass hier mal Permakultur stattfindet, ja, da ist der Baumbestand schon groß, aber was ich so sehe, da haben wir dann unser Weidentippi gesteckt und so und die Kiddies, die finden schon Sachen, mit denen sie spielen können. Ja. So, und wenn wir jetzt uns mal zurückbesinnen, so auf unsere Kindheit, was hat wirklich Spaß gemacht? Und wenn ich so zurückdenke, das war immer so, gerade in meiner frühen Kindheit, so Kindergarten und so weiter, Klettern, durch Büsche, irgendwie durch sich Tunnels machen, weißt du, so, ne? Das war immer irgendwie naturbezogen eigentlich. So, also klar, wenn man in der Stadt groß wächst, ist das schwierig. Deswegen, das ist halt so auch so der nächste Punkt, wo du ja auch gesagt hast, einerseits Prozess, ja, aber ich glaube halt auch, dass diese Städte nicht keine Zukunft haben an sich, weil die halt auch uns als Menschen nicht wirklich eine gute Grundlage bieten. So wie wir sie jetzt kennen, definitiv nicht. Auf keinen Fall, ja. Also es gibt sicherlich auch Modelle und Konzeptionen von Städten. Es gibt ja auch einige Permakulturdesigner, die auch Städte designen und so. Ne? Also da gibt es schon jetzt ganz grundsätzlich, würde ich jetzt nicht sagen, Städte ist nicht sinnvoll, aber so wie wir sie halt aufgebaut haben, ist es halt einfach ein lebensfeindlicher Ort, ne, der einfach die natürliche... Versiegelter Boden. Ja, einfach die naturgemäße Entwicklung sowohl der Umwelt, der ökologischen Aspekte, sowohl auch der Menschen einfach nicht bedient. Ja, ist einfach... Also eigentlich unsere wirklichen Grundbedürfnisse, wenn wir mal ehrlich sind, kann man da nicht decken. Nee. Also nur durch äußere Wegnahme von irgendwo anders. Das ist ja schon ziemlich krank eigentlich, ne?
Na gut, nichtsdestotrotz sind das auch Orte, die irgendwie Kultur schaffen. Wollen wir mal nicht die Städte so zu sehr kaputt machen. Aber Es gibt sie halt, ne? es Und die gibt sie meisten halt, ja. Menschen leben nun mal in Städten und deswegen ist es halt, also wie ich vorhin auch schon gemeint habe, die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und die Menschen Genau. leben nun mal in Städten. Und ich meine, deswegen, das wirst du auch nicht irgendwie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren Ja, ändern. vielleicht in den nächsten 50 Jahren. Mal sehen. Wir werden sehen. Jedenfalls, also ich denke halt, das ist die Permakultur, bietet da halt gute Anreize, halt auch gerade so auf dem Land oder in kleinen Vororten Lebensräume zu schaffen, auch Besiedlungen zu schaffen, die halt wieder mit der Natur, also wirklich, ja, Konzepte schafft. Ne? Also was ich nochmal so vielleicht gegen Ende erwähnen wollte, also ich war vor kurzem, haben wir eine Freundin besucht. Ich hoffe, sie ist mir jetzt nicht böse, wenn ich das erwähne. deren Garten habe ich nicht auch ein Permakulturprint, ach Gott, Design. Design entworfen. Also einmal auch, fand ich auch ganz wichtig, da vor Ort zu sein. Ich mache sowas immer halt gerne dann direkt vor Ort, weil du dann halt auch siehst, wo was hin kann. Und dann sind wir da durch ihr Neubaugebiet quasi einmal auch gegangen. Das sind halt alles irgendwie Neubauten gewesen und du denkst, mein Wahnsinn, oder? Gott, also es ist wirklich, also wo du wirklich nur Baumarkt, Sträucher, Thuja-Hecken und Buchsbaum und also kriegst die Krise, du Legoland, kriegst die Legoland so ein Krise, bisschen so du finde kriegst wirklich, du gehst da durch, ne? Und wenn du Blick für Natur hast, du denkst so, kriegst gerade Beklemmung. kriegst wirklich, es ist wirklich Ja. schrecklich, also wirklich alles betoniert, gepflastert und dann diese ganzen künstlich angelegten Gärten mit immer denselben Pflanzen, wo du dich schon freust, wenn mal irgendwie ein Fruchtbaum, also irgendwie mal Steinobst in irgendeiner Form und Weise da zufälligerweise mal einen Garten gefunden hast. Ja, wunderst du dich, dass Und die Kinder einen Knacks kriegen? ja, und die Regel ist halt irgendwie diese komische Vliesfolie, dann Steine oder Mulch drauf, in der Regel Steine, weil auf dem Mulch wächst ja später auch irgendwie wieder irgendwas. Und dann einfach irgendwelche Steinskulpturen und denkst dir so, Leute, ach. Also ja, nichtsdestotrotz gibt es ja auch, deswegen waren wir da, solche Leute in so Neubaugebieten, die sich da Gedanken machen. Ja, aber da ist ja auch so der erste Stein gesetzt, sag ich mal, für Veränderung. Aber es ist halt wirklich, muss sich überlegen, also es geht im Moment in keine gute Richtung. Und deswegen kann ich auch nur am Ende nochmal sagen, vielleicht für alle, die selber solche Sachen irgendwie verändern wollen, macht was. Legt los, ne? Macht selber so Projekte, wie wir das machen, Guckt euch weil die Waldgeister-Videos an. Sehr ja, zu empfehlen. auch gerne, ja. So, weil wenn man was verändern will, fängt man immer am besten bei sich selber an. Das ist richtig. Ne? Genau. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Ja, wenn ihr Lust habt, guckt vielleicht auch nochmal auf der ProCovita-Seite vorbei. Genau. Eingeblendet, Infokasten. Genau, also wir haben auch immer Bock, uns inspirieren zu lassen, auf Austausch und so, weil darum geht es einfach, unsere Idee zu vernetzen, weiterzubringen und weiterzutragen, eben ohne dafür uns zu bereichern. Oder ich meine, unser Lohn ist auf jeden Fall die Veränderung, die wir mitbekommen und auch gemeinsam gestalten können, ja. Ja, und ich denke halt, es gibt mittlerweile ja wirklich einige Permakulturprojekte auch in Deutschland. Wir können euch unten nochmal, da gibt es so eine Liste, die können wir euch unten nochmal reinschmeißen, wo überall in Deutschland Permakultur gemacht wird. Weil ich denke mal, das ist eine sehr interessante Sache für jeden, der ein bisschen naturverbunden ist. Muss ja nicht immer das Rad auch neu erfinden. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich traue mir das jetzt nicht zu, einen Verein selber zu gründen, hat mich die Leute, dann können wir ja erstmal gucken, wo es schon was gibt und da einfach mal hingehen. So, also schaut euch da mal ein bisschen um, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, irgendwie mal ein paar Stunden in der Woche irgendwo mitgärtnern, mitmachen, mitgestalten. Normalerweise, nach meinem Empfinden, in einem Permakulturprojekt sollte für jeden eigentlich ein Platz sein, wo man, wie sagt der Franz Hirmann das immer noch so schön, nicht Konkurrenz, sondern co-kreativ sein kann. Also sich gegenseitig quasi kreativ ergänzen kann und da was Tolles bei Und rauskommt. das lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, in dem Sinne, macht's gut. Möchtest du noch was sagen? Ich bin durch. Tschüss, auf Und Wiedersehen. tschüss.